Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier im Studio Floristik 24 und heute gestalten wir diese tolle Kräuterkiste. Und dazu habe ich euch natürlich auch ein paar Produkte mitgebracht und zwar hier so kleine Schneckenhäuschen, Tontöpfe, verschiedene Jutebänder und hier so ein Kokosband oder Strick, dann auch nochmal Kokosfaser, Zweige, Moos und ganz schöne Kräuter. Unter dem Video findet ihr einen Link und dort findet ihr in unserem Online-Shop alle diese Produkte, die wir heute verarbeiten. Wir beginnen mit unserer Kiste, mit unserer Box, steht ja schön drauf, Kräuterbox. Und zwar füllen wir die jetzt mit unseren Kräutern. Wir haben hier diese Tontöpfe und wir wollen die Kräuter aus diesen ja nicht so schönen Plastiktöpfen rausnehmen und wollen die hier in diese tollen Tontöpfe reinpflanzen. Und da fangen wir an mit hier mit unserem Rosmarin. Guckt mal, der ist auch ganz schön und jetzt beginnen ja auch die ersten Grillpartys und man möchte so ein paar Kräuter vielleicht auch mitbringen, wenn man irgendwo eingeladen wird. Und das ist ein super Geschenk, was man einfach mitnehmen kann. Hier nehme ich die ja einfach hier heraus. Ich nehme mal hier ein Gefäß, wo ich mir ein bisschen Erde abmachen kann. Ich mache hier den Topf, den Ballen ein bisschen kleiner. Und pflanze das dann in diesen tollen Tontopf. Die Tontöpfe finde ich sowieso immer ja passender für solche Pflanzen, weil die ja atmen, die haben Poren und da kann man auch ja die viel besser feucht halten. Auf jeden Fall habe ich die Erfahrung gemacht, dass die immer viel schöner sind, auch optisch und ja machen richtig was her. Den können wir jetzt schon mal reinstellen und hier in dieser Kräuterbox ist schon so ein tolles Inlet drin, so ein Plaster. Da kann man schön gießen und die Sachen auch gut nass halten. Obwohl die Kräuter, die wir hier haben, das sind alles mediterrane Kräuter, die brauchen ja gar nicht so viel Feuchtigkeit. Die kann man ruhig mal ein bisschen austrocknen lassen. Das ist hier so ein toller Thymian. Der ist so zweifarbig und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schön das hier duftet. Also wirklich ganz toll nach Sommerparty und nach, ja, nach Kräutern. So, jetzt haben wir noch einen Topf übrig. Wir wollen drei Töpfe hineinstellen. Und dann nehme ich jetzt als drittes, nämlich hier dieses tolle winterharte Bergbohnenkraut. Das ist ganz schön, weil das hat erstens auch diese kleinen Blüten. Das lieben die Insekten ganz gern, also auch Wildbienen und Hummeln. Und was schön ist, das ist auch winterhart, weil ansonsten haben wir immer dieses einjährige Bohnenkraut. Das muss man jedes Jahr wieder aussehen. Und hier haben wir das Praktische, dass uns das einfach wiederkommt. Ich mache jetzt hier die Ballen ein bisschen kleiner. Das macht man ja normalerweise nicht, die Pflanzen verkleinern, in kleinere Töpfe pflanzen. Aber das sind alles hier sehr genügsame Pflanzen. Das sind so Pflanzen aus dem Mittelmeerraum, die sozusagen auch auf kargen Böden wachsen und dort ja vieles abkönnen. Und deswegen können wir die auch gut in einen kleineren Topf pflanzen. Und es ist ja auch nicht für immer. Wir wollen die ja dann auch irgendwann mal aussetzen. Auch diese Kräuterpflanzungen sind ein super schönes Mitbringsel, jetzt bei den ersten Grillpartys oder Sommerpartys. Und da weiß man manchmal gar nicht, was man mitbringen soll. Und da sind solche selber gemachten Kräuterpflanzungen natürlich ein tolles Geschenk. So, das ist hier unser tolles Bergbohnenkraut und hier unser zweifarbiger Thymian. Bevor es aber gleich weitergeht, gehe ich mir erstmal die Hände waschen. So, Hände wieder sauber, jetzt geht's ans Dekorieren. Ich habe hier diese tolle Kokosfaser, die hier, die kann man ganz schön mit der Schere schneiden. Einfach in solche Stücken und die kann man immer schön gut um diese Töpfe anlegen. Dann nehme ich die nochmal heraus, lege mir das hier so ein bisschen an und klappe das so ein bisschen nach oben und kann das einfach hier wieder hineinstecken. Und das macht so einen ganz tollen, wilden Charakter. Das mache ich auch hier auf der Seite nochmal. So, komm her. Also auch wieder einfach hier anlegen und dann hier nach oben klappen und das so ein bisschen damit einpacken. Dann habe ich hier noch verschiedene, ja, diesen Kokosstrick oder auch diesen Jutestrick, der ist auch sehr schön. Der macht auch wieder so ein, ja, so was Rustikales. Das passt ja auch gut zu den Kräutern. Das schneide ich mir einfach ab.
und legt mir das auch so ein bisschen zusammen und steckt mir das einfach hier an der Seite hinein. So, und legt mir das einfach dann hier so und dreht das so ein bisschen ein und legt das einfach hier so ringsrum. Und dadurch macht das ja halt so eine schöne Bewegung. Das mache ich hier auf der anderen Seite auch nochmal. So, und wieder so ein bisschen eindrehen. So. Es gibt so eine schöne Dynamik. Dann habe ich hier noch meinen Kokosstrick. Kann man auch mal hier oben was festbinden. Da hat man noch mal so ein bisschen was Überspielendes. Den binde ich mir hier oben dran. Mache ich wirklich bloß so einen ganz einfachen Schleifer und lege mir das einfach hier so hinein. Es kann ruhig so ein bisschen wild sein. Oder so eingedreht, so ein bisschen verspielt. Und zu guter Letzt haben wir hier auch noch schon schöne Muscheln, die auch farblich toll hier zu den Blüten von diesem Bergbohnenkraut passen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob euch das gefällt oder ob ihr was anderes verschenken würdet zu so einer Grillparty. Oder vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen zu Kräutern. Unter allen Kommentaren verlosen wir eine Bastelbox, wo ihr das nachgestalten könnt. Und 3 weitere Kommentare haben die Chance, unser Ideenmagazin von Floristik24 zu gewinnen. Vielen Dank, dass ihr wieder so zahlreich zugeschaut habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Euer Stefan. Wenn ihr noch mehr Ideen zu Kräutern haben wollt, die findet ihr hier und unseren Kanal könnt ihr hier abonnieren.